Nach der Entkernung der Schule sind mittlerweile alle Rohbau- und Innenputzarbeiten fast abgeschlossen, Lüftung elektrosanitär verlegt und der Boden mit sogenannten Gussasphalt soweit hergerichtet worden, dass es nun sozusagen ans Aufhübschen geht. Ja, als nächstes legt jetzt der Maler los. Die Arbeiten wurden unlängst vergeben. Der Fliesenleger fängt die Tage an. Auch die Außenanlagen, wo wir jetzt stehen, werden ab Juli beginnen, sodass sich dann langsam auch das Innere der Schule annehmbar präsentieren wird. Im ersten Bauabschnitt der sogenannten energetischen Sanierung kam es aufgrund der frost- und schneereichen Winter zu einem fast halbjährlichen Bauverzug. Zudem bremsten deutlich längere Lieferzeiten für die Fassadenteile die Arbeiten aus. Beim zweiten liegt man jedoch voll im Limit und das soll auch für die Gesamtkosten von 6,8 Millionen Euro gelten. Ja, momentan liegen wir exakt in dem Kostenplan und wir hoffen auch, dass bis zum Ende da die Kosten gut eingehalten werden können. Auch die Sporthalle ist soweit fertig, dass der Innenausbau starten kann. Damit heißt es also, für die Lehrer und Steppkes nur noch ein wenig Geduld haben. Denn in 5 Monaten soll es ja soweit sein, dass man das Übergangsdomizil im Foucault wieder verlassen und die eigenen Räumlichkeiten in Besitz nehmen kann.